Für unsere Jugend. Die Stiftung der Kreissparkasse Main. Für ein besseres Miteinander im sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich. Wenn's um Geld geht, Sparkasse. Genau wissen, wo das Gemüse herkommt. Es pflanzen, pflegen, es schließlich ernten und natürlich auch ausgiebig probieren. Das war der Inhalt eines Projektes in der Grundschule Hinterburg in Mayen. Möglich wurde das auf Nachhaltigkeit angelegte Projekt durch eine Spende der Jugendstiftung der Kreissparkasse Mayen. Lehrern wie Kindern machte die Beschäftigung mit den Themen Garten und Ernährung sichtlich viel Freude. Ich habe mit der Frau Hoffmann ein Projekt gemacht und wir haben Garten und Ernährung gemacht. Ja, wir wollten den Kindern halt zeigen, wie es halt funktioniert erstmal. Von der Aussaat, von der Ernte, also halt alles drum und dran, damit die Arbeitsschritte nachvollziehen können, damit sie ein bisschen was mit den Händen arbeiten, damit die Motorik gefördert wird und auch die kognitiven Fähigkeiten, indem wir die Wand bemalt haben. Und dann, als wir alles geerntet haben, haben wir Salate gemacht, wir haben mit denen auch Waffeln gebacken, um halt ein bisschen mit den Kids Spaß zu haben. Wir wollten jetzt nicht, dass das irgendwie langweilig wird und wir wollten halt, dass es was Nachhaltiges ist, nicht irgendwie ein Tanzprojekt machen oder so und dann haben die Kinder nichts mehr davon, sondern schon, dass die Schule und auch die Kinder im längeren Zeitraum was davon haben. Der Garten wurde auf einem brachliegenden Bereich auf dem Schulhof angelegt. Die Kinder packten kräftig mit an und lernten viel dabei. Zuerst mussten wir das Unkraut rausholen. An einem Tag haben wir das alles eingepflanzt. Und dann haben wir halt ein paar Monate haben wir dann gewartet. Und dann haben wir heute das alles ausgeerntet. Wir haben auch die Wand schön gemalt. Wir haben halt Sachen, Tomaten und Schnittlauch und so alles angepflanzt hat. Wir pflanzen ein, um das abzureißen und dann so zu backen und dann zu essen, so kann man sagen. Frau Fast und Frau Hoffmann haben Erde und Samen gekauft. Dann haben wir die Erde da in so einen Becher getan. Dann haben wir die in den Garten da hingelegt. Dann haben wir noch die Samen reingetan, dann müssen wir ein bisschen warten, dann waren wir fertig. Bald spross das erste Grün im Garten. Nun galt es, für ausreichende Bewässerung zu sorgen. Ich und Svenja wieder, wir durften das dann immer machen. Und die Frau Faas, die hat uns dann immer geholfen mit dem Wasserhahn aufdrehen. Wir haben das nicht so gut hinbekommen. Und die Gießkanne war auch ein bisschen schwer. Und es hat auch Spaß gemacht zu gießen. Und schon war die Zeit für die Ernte gekommen. Da gehört natürlich das ausgiebige Probieren dazu. Was schmeckt denn am besten im Schulgarten? Ich mag Gurken und Äpfel am liebsten. Ich mag am besten Karotten. Ja, schmeckt gut. Ich esse das schon immer. Ich finde eigentlich alles lecker. Trotz der Mitarbeit von Schülern und Lehrern ist solch ein Schulgarten nicht ohne finanzielle Mittel auf den Weg zu bringen. Hier sorgte die Jugendstiftung der Kreissparkasse für eine wirksame Unterstützung. Wir haben die Sparkasse angeschrieben, um halt ein bisschen nach Förderungsgeld zu fragen. Die haben uns dann auch ein Budget ausgestellt und dieses haben wir dann auch ausgiebig genutzt. Das waren 250 Euro. Und wir haben Erde gekauft, wir haben Samen gekauft, wir haben Bäumchen gekauft. Auch die Lebensmittel, die wir für das Backen und das Kochen benötigt haben. Wir haben ja auch Obstsalat gemacht. Ja, für die Farbe, das war auch nicht gerade billig, die haben wir auch gekauft. Und ja, und damit haben wir das dann alles ermöglichen können. Danke an die Sparkasse. Das Kindesalter ist das Lebensalter, in dem ein Mensch am schnellsten lernt. Hier neben den sinnvollen und wichtigen Lehrinhalten der Schulfächer in Projekten weitere Bereiche des Lebens intensiv kennenzulernen, ist eine ideale pädagogische Ergänzung. Der Lerneifer und die Freude der Kinder beim Gartenprojekt der Grundschule belegt dies deutlich. Hier hat die Jugendstiftung ihre wichtige und unverzichtbare Wirkung in bester Weise entfaltet. Ich finde, dass das ganze Projekt viel Spaß gemacht hat und dass ich das auch gerne noch einmal machen würde. Das hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für unsere Jugend. Die Stiftung der Kreissparkasse Main. Für ein besseres Miteinander im sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich. Wenn's um Geld geht, Spaß.